Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau und heute möchte ich euch mal wieder ein Kanal-Update geben. Es gibt nämlich jetzt Outdoor Chiemgau 2.0. Manchen ist es schon aufgefallen, dass ich jetzt noch schärfer bin, kleiner Scherz, sondern dass es mich jetzt in Full HD gibt und das hat auch seinen Grund. Und da möchte ich mich bei den vielen, die da mitgeholfen haben, bedanken. Und ich möchte euch hier natürlich zum Kanal-Update geben, was kommt in Zukunft, was ändert sich, was hat sich bei mir geändert. Wie läuft es mit den Kommentaren? Und zum Schluss gibt es ja nur ein kleines Outdoor Chiemgau Inside, wo man einfach mal sieht, wie entsteht denn eigentlich so ein Video, was steckt da für Arbeit dahinter. Und wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Ich wurde in letzter Zeit sehr viele gefragt, wann ich aus dem Antwort. Also ich möchte ganz herzlich mich bedanken bei allen, die jetzt über die Amazon-Links eingekauft haben. Dadurch kam das ja zum größten Teil jetzt zustande, dass ich den Laptop jetzt schneller bekommen habe. Dann auch die ganzen, die PayPal-Spenden gemacht haben, sage ich auch vielen Dank, das habe ich auch hergenommen hierfür. Und den Rest hat der Martin von MB Survival draufgeklickt, hat er gesagt, komm, ich habe jetzt doch einiges, also bei dem läuft der Shop mittlerweile richtig gut nach unserem Video, freut mich natürlich sehr. Und er hat gesagt, komm, den Rest leg ich drauf. Und das war auch dringend nötig. Mein alter Laptop war aus dem Jahr 2012 und war ein Office-Laptop mit einer Onboard-Grafikkarte. 4 GB Arbeitsspeicher und irgendeinen i3-Prozessor, einen uralten. Und mein Problem war immer, wenn ich quasi Videos geschnitten habe, ich konnte mir die nicht einmal anschauen, sondern ich musste das dann eigentlich zuerst rendern. Das hat so 1,5 bis 2 Stunden gedauert in HD. Dann habe ich mir quasi das Ganze angeschaut und dann habe ich manche Sachen noch gut Glück verändert, muss dann wieder rendern, muss dann schauen, ob es gepasst hat oder nicht. Und das ist natürlich kein Zustand, wenn man so viele Videos macht, wie ich in letzter Zeit. Und deswegen freut mich der Neue, der hat ihm jetzt eine 1000 GB Festplatte drin, einen wesentlich besseren Prozessor, auch kein High-End-Gerät nicht. Aber JBL-Boxen, das freut mich sehr, weil jetzt hier viel mehr Sachen, dann 17 anstatt 15 Zoll. Eine GeForce-Grafikkarte, also coole Sache, freut mich natürlich das. So, Vorteil für mich ist einfach, ich kann mir jetzt quasi Videos tatsächlich in Echtzeit in 720 HD anschauen und das ist natürlich super praktisch, weil ich kann mir jetzt hier auch Übergänge anschauen und das war vorher alles nicht möglich. Und jetzt schauen wir natürlich die Videos zuerst so und rendert die dann und das dauert natürlich nur noch einen Bruchteil von der Zeit. Weil jetzt habe ich in Full HD ein Video in 30 Minuten gerendert und vorher hat es in normalen HD, hat es dann in, naja, was weiß ich, 1,5 Stunden. Und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied für mich. So, was könnt ihr denn in nächster Zeit von mir für Videos erwarten? Ich habe ja gesagt, Outdoor Chiemgau 2.0 geht natürlich weiter, nicht nur in Full HD. Was kommt denn noch? Zum einen, ich habe demnächst ein Blackout-Experiment mit euch vor. Ich sage aber noch nicht mehr dazu, weil es soll eine Überraschung sein. Ich will nicht, dass ihr euch darauf vorbereitet. Bin gespannt, wer da mitmacht. Dann Katastrophenvorsorge, nicht nur im Blackout-Fall. Was passiert denn, wenn eine Epidemie, Pandemie kommt, so wie 2009? Da war damals Gott sei Dank nur ein sehr ungefährlicher Virus der Fall. Aber 30% von uns sind mit dem in Berührung gekommen. Die meisten haben es gar nicht mitgekriegt. Dann Vorsorge, es gibt ja das Video von mir von der BBK, von der Checkliste und ich will euch mal zeigen, wie ich die umgesetzt habe und gebe euch hier Tipps und Tricks, wie ihr das sehr einfach machen könnt. Auch das Video Rucksack schiebe ich schon länger vor mir her, dass man einfach mal sagt, okay, welchen Rucksack brauche ich denn eigentlich, wenn ich so einen Fluchtrucksack mache, was sollte der können und wie stelle ich den richtig ein. Weil so ein Rucksack, der richtig eingestellt ist, der ist um ungefähr 5 bis 8 Kilo leichter als ein falsch eingestellter Rucksack. Also zumindest vom Gefühl her. Dann Blackout-Video. Das kommen ein Video, das, da zeige ich mal, wie einfach ein Blackout entstehen kann. In dem Fall am Beispiel, wie es in Deutschland war, durch ein Kreuzfahrtschiff. Und dazu gibt es eine Studie der Bundesregierung zum Thema Blackout. Auch die werde ich euch mal vorstellen demnächst. Dann Notstromaggregat. Fehlt ja noch der zweite Teil mit dem großen Haus-Notstromaggregat. Das wird demnächst kommen. Und natürlich sagen viele, Aggregat ist mir zu laut, ich mache es über eine Photovoltaikanlage. Nur die wenigsten wissen, dass sie die Akkus, die im Keller unten stehen, gar nicht nutzen können, im Fall eines Stromausfalls. Und ich will euch zeigen, wie ihr die nutzbar macht und was sowas kostet. Und dazu gehe ich in eine Photovoltaikfirma,
die die selber herstellen, beziehungsweise die die selber vertreiben. Und schauen wir das mal vor Ort und lassen wir das mal genau erklären. Dann gibt es auch Verhalten im Brandfall. Also Katastrophenfall, wie verhält ich mich zum Beispiel mal Thema Brand? Wie lösche ich einen Brand? Wie verhalte ich mich im Brandfall? Ich war 15 Jahre bei der Feuerwehr, kann also ein bisschen was zu dem Thema erzählen. Und das kann manches Mal das Leben retten. Und ein Feuer kann immer mal ausbrechen. Ich glaube, das hat jeder bereits mitgekriegt. Und dann habe ich ein Projekt vor mit Christian von Prepper Fox Austria. Schöne Grüße an dieser Stelle, wo wir zusammen ein Video machen. Lasst euch mal überraschen. Ich bin echt gespannt drauf, wenn wir das so hinbringen, wäre das eine coole Sache. Genau, also ihr seht, es ist einiges geboten auf meinem Kanal. So, was gibt es Neues bei mir? Mittlerweile ist es so, dass ich bei Outdoor Chiemgau, ich würde mal sagen, pro Woche 15 bis 25 Stunden an den Kanal stecke. Mit Kommentare beantworten, mit Recherchen, mit Videoschneiden, mit Aufnehmen, mit Telefonaten führen, mit Firmen, mit Anbietern, mit sonstiges. Also es nimmt wirklich Zeit in Anspruch. Und deswegen habe ich für mich entschieden, das habe ich jetzt seit 2 Wochen, mache ich das jetzt. Montag ist für mich Outdoor Chiemgau-Tag, da sitze ich im Büro und mache ausschließlich die Sachen. Weil es geht nicht mehr anders. Ich habe das alles in meiner Freizeit gemacht und meine Freizeit ist mittlerweile ganz nach unten gegangen. Das geht einfach so nicht. Durch das, dass die Videos jetzt so viel geklickt werden, habe ich natürlich ersetzt, da läuft Werbung drauf. Von der Werbung kriege ich natürlich einen Teil von YouTube. Und damit kann ich halt jetzt zumindest mal so weit, dass ich sage, okay, ein Tag ist, naja, im normalen Geschäft würde ich mehr verdienen, aber zumindest ist es mal halbwegs die Kosten an dem Tag gedeckt. Das freut mich. Und solange das so weiterläuft, werde ich das also machen und kann dann eben die Videos besser produzieren, was euch ja wieder zugute kommt. Kommentare und Recherche bleibt natürlich am Abend, weil das wird an einem Tag zu viel werden. Zu den Kommentaren, genau, gehen wir gleich mal dazu. Ich merke es, desto größer das man wird, desto mehr Trolle lagern sich hier ein und kriegt man auch mal andere Kommentare. Und ja, mittlerweile ist YouTube so, die löschen viele Kommentare automatisch, das kriege ich nicht mehr mit. Und viele Kommentare werden in einen Spamfilter, da habe ich zwei verschiedene, geschoben und dann kann ich entscheiden, wird freigeben oder wird nicht freigeben. Und wenn jemand nur auf Beleidigungen aus ist, okay, dann löschen, fertig, vom Kanal sperren, da tue ich mittlerweile gar nicht mehr lang rum. Aber einen Kommentar will ich euch nicht vorenthalten, das war der beste, den ich je erhalten habe. Da habe ich mich kaputt gelacht. Und zwar ging es da um das Video mit der Energiewende, dass die momentan so nicht funktioniert. Und der Kommentar bestand aus einem einzigen Wort: Arschloch. Und da habe ich mich fast weggeschmissen. Ich weiß nicht, was den dazu bewogen hat. Vielleicht habe ich sein Weltbild, das vielleicht vorher grün-rosa Brille aufgehabt habe, zerstört. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, ich habe mich köstlich amüsiert über das. Ja, es gibt natürlich noch andere Kommentare. Auch sowas lösche ich. Was, wenn einer mich beleidigt, ist das eine Sache. Wenn er andere Kommentatoren beleidigt, sowas mag ich gar nicht. Und wenn ich es finde, werden die sofort rigoros gelöscht und der von meinem Kanal gesperrt. Wenn zum Beispiel jemand sagt, er ist AfD-Wähler und als Antwort hast du nur Scheiß Nazi. Ja, Leute, was soll denn das? Aus dem kindischen Alter sind wir doch normal alle heraus. So, ich habe ja gesagt, wir machen nur, wenn Sie interessiert, ein bisschen YouTube Outdoor Chiemgau Insight. Und zwar, wie steht denn ein Video? Bei mir beginnt es in der Regel, gerade jetzt, wenn ich so diese Blackout-Videos habe, wie jetzt mit dem Atomkraftwerk, da muss ich wahnsinnig viel recherchieren, weil das ist auch ein Thema, das ich nicht jeden Tag mache. Und du musst natürlich, du recherchierst dann auf die Seiten, auf die freien Seiten, auf die Seiten der Betreiber und genauso auf die Seiten der Gegner, wie Greenpeace oder wie heißt es, Ausgestrahlt oder sowas in die Richtung. Und die einen haben natürlich voll gegen und die anderen voll für und da passiert gar nichts und die anderen sagen, wir haben alle eigentlich schon tot und die Wahrheit liegt halt irgendwo in der Mitte und das rauszufinden ist dann oft nicht ganz einfach. Das heißt, so eine Recherche kann bei so einem Video einmal 10, 20 Stunden in Anspruch nehmen, die ich nur dafür investiere, um genug Material zu haben, das ich euch dann in vereinfachter Form darstellen kann. Das Video drehen, wie ich es jetzt gerade mache, das ist eigentlich das, was am allerschnellsten geht. Da brauche ich normal für Video keine halbe Stunde, nicht, weil ich habe ja meine Texte vor. Also wenn ich quasi, ich bringe das alles in Textform, kann ich euch einmal zeigen, wie sowas ausschaut.
Und was dann auch noch mal lang dauert, ist eben das Schneiden. Da bist du halt einmal zwischen 6 und 10 Stunden für ein Video locker dabei, mit den ganzen Effekten, mit den Bildern rein und. Und vielleicht musst du noch mal was nachdrehen, weil irgendein Teil nicht gepasst hat. Das habe ich auch regelmäßig. Also hier an 6 bis 10 Stunden mal schnell verplempert. Wie mache ich denn meine Videos? Hinter mir seht ihr nicht das, was ihr gerade seht, sondern eigentlich ist es ein Spannbetttuch, ich habe es eh schon mal gesagt, vom NKD für 12 Euro. Aber es hat ja eine grüne Farbe, die es so nie gibt, und die ist eigentlich für die ist nicht schlecht. Wichtigste ist dabei, dass ihr die auch gut ausleuchtet, wer also auch sowas mal vorhat. Ich habe also hier zwei Strahler nur hier drauf gerichtet, damit die ungefähr die gleiche Helligkeit hat. Dann habe ich einen Strahler. Strahler ist übertrieben. Es ist eigentlich ein Strahler vom Baumarkt, so ein Akkustrahler, der aber zufälligerweise ungefähr Tageslicht hat, was so ganz praktisch ist. Und der scheint mir auf dem Hinterkopf, um hier die Seite quasi schön zu machen. Den gleichen Strahler habe ich dort unten, der strahlt hier das aus. Und dann habe ich tatsächlicherweise zwei Leuchtstoffröhren mit Tageslicht, die das Ganze ausleuchten. Und ich kann euch das mal kurz zeigen. Und hier ist das einzige Professionelle bei mir. Das ist also hier diese Softbox. Ansonsten, wie gesagt, arbeite ich eigentlich nur, so hat sie wieder drauf, arbeite ich eigentlich nur mit ganz billigen Sachen. Aber ihr seht, es funktioniert nicht zu 100%, weil dafür ist hier einfach der Platz zu klein. Ich müsste tatsächlicherweise ungefähr hier stehen, damit das Grüne hier an die Schultern weg ist. Ja, aber wenn ich mich jetzt mal so nach vorne beug, so groß müsste es mir dann auch nicht sein. Ja, das ist, ja, wie soll ich sagen, funktioniert halt hier leider nicht, da ist der Platz zu klein. Da arbeite ich noch dran, wenn man da irgendwas mal nice sucht. Gut, also ihr habt es gesehen, es ist relativ einfach, grünes Spannbetttuch, man kann auch weiße Wand teilweise verwenden. Die Programme kennen das mittlerweile relativ gut. Desto gleichmäßiger das die Farbe ist, desto einfacher derzeit ihr beim Schneiden, wenn ihr sowas mal vorhabt. Als Software nutze ich VSDC. Hat für mich den gnadenlosen Vorteil, ist eigentlich kostenlos, und wenn man die Profi-Version haben, die etwas schneller arbeitet, die kostet im Jahr 17 oder 20 Euro. Also tut keinem weh und kann eigentlich relativ viel, ist nicht einfach, aber okay, das ist wahrscheinlich kein Schneideprogramm. Als Kamera nutze ich meine Sony. Das ist eine HD-CX405. Ihr seht, die ist wahnsinnig kompakt und leicht, und das war mir eigentlich das Wichtigste an dieser Kamera. Wenn ich die draußen mitschleppe, die hat 200 irgendwas Gramm, also die ist sehr leicht und geht mir nicht am Weg um, weil es auch sehr klein ist. Die würde theoretisch sogar in die Hosentasche passen, was ganz cool ist. Und deswegen habe ich die gern. Und der Bildschirm ist ja schwenkbar, also von dem her coole Geschichte. So, das war's von mir zum Kanalupdate. Wenn ihr noch Fragen irgendwie habt zu meinem Kanal, zu sonstiges, bitte unten in die Kommentare ein. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut. Wer noch nicht meinen Kanal abonniert hat, würde mich sehr freuen, wenn er das auch tut. Und vergesst bitte die Glocke nicht, weil sonst kriegt ihr ja gar nicht mit, wenn ich neue Videos hochlade. Und ansonsten sage ich vielen Dank für alle, die mitgeholfen haben, dass es jetzt Auto Kimga 2.0 in Full HD gibt, also ganz scharf. Hat mich sehr gefreut. Das war's wieder von mir. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, unten nein. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Pfiat euch, euer Spürgel von Outdoor Chiemgau.